Und hier bei dem quietschenden Bett von Ruben heiße ich euch willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Whispered World. Wir sind hier und haben dem guten Ruben eine Perle entwendet. Das er aber noch nicht weiß, aber ich bin davon überzeugt. Wenn er hier raufkommt, wird er das auf den ersten Blick sofort merken. Und beim Ansehen ist mir aufgefallen, wir haben ja hier diesen Nagel gesehen. Ups, Vorsicht, da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Kann ich denn den nicht mitnehmen? Ups, Vorsicht, da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Und jetzt ist natürlich meine Frage, kann ich den irgendwie raushebeln? Aus irgendeinem Grund werde ich den schon brauchen, die Perle. Ich guck sie mal nochmal an, die wunderschöne Perle. Wow, meine eigene Perle. Okay, mehr sagst du nicht dazu. Eine Perle von einer Perle sozusagen. Kann ich denn mit der Schaufel den Nagel rausziehen? Den sollte man mal bei Gelegenheit zurück ins Holz schlagen. Aber ich mach das jetzt lieber nicht. Ich würde nur Ruben aufwecken. Ah, der schläft noch, meinst du? Okay, nochmal kurz Hotspot-Anzeige da. Ich glaube, da haben wir alle. Das Bett. Wieso quietscht es nur so seltsam? Spot, kannst du da anti-quietsch-mäßig... Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? Okay. Ja, er ist ganz nützlich, um zum Beispiel den Flüsterstein zu verschlucken. So, ja, keine Ahnung, Leute. Geh mal wieder runter. Wir bräuchten ja immer noch die Reparatüre für dieses Zahnrad hier. Jetzt würde ich ganz gerne von dir, lieber Kerek, das Teil wieder wegmachen. Ich streichle ihn lieber nicht. Ich mag meine Hand dort, wo sie ist, am Arm. Ja, aber ich will ja Opas Hose wieder haben. Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Was sagt uns dann das darüber? Ja gut, sollen wir nochmal mit Ruben reden? Frei nach dem Motto, kann ich die Maus? Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Ja gut, und der Maus wollen wir das auch nicht zumuten. Ja, reden wir mal nochmal mit Ruben. Hallo Ruben. Er schläft den Schlaf der Ungerechten. Okay. Wenn wir mit dir reden? Schlaf, braves Tier. Gut, aber wenn ich hier rausgehe, müsste er doch... Oh oh. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt eine Perle. Irgendjemand hat sich an meinen Perlen zu schaffen gemacht. Bando! Bando! Wirf sofort die Fabrik wieder an. Bist du schlecht? Bando! Okay. So einfach geht das. Aha. Und jetzt könnt... Ja, Moment. Macht Bando dir jetzt eine neue Perle oder wie? Halt, weiter runter, komm. Wir wollen in die Fabrik. In die Perlenfabrik. Na? Oh, das ist sie wohl nicht. Oder muss ich erst zu Bando gehen und ihm gratulieren, dass er jetzt wieder Lärm machen darf? Gut, dass du kommst. Ich habe ein großes Problem. Ruben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das klingt doch gut. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Du, ich habe da eine reparierte Schaufel. Vielleicht hilft dir die weiter. Ich habe dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Endlich! Kann ich wieder Kohlen schaufeln? Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück!
und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird. Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik. Das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Okay, wir müssen die Yakis noch zum Singen bringen. Okay, aber als nächstes gehe ich mal zu Bando in die Fabrik. Das will ich jetzt sehen, was der da macht. Wow, Leute. Wow, wow, wow. Ein Rad, wofür das wohl gut ist? Jetzt kann man hier auch was sehen. Die Werte auf den Anzeigen sind sehr beunruhigend. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehe. Aber nur weil ich nicht weiß, was die Werte bedeuten, macht sie das nicht weniger beunruhigend. Wieso zeigt irgendeiner von den Zeigern auf Gefahr? Okay. Oh, was ist denn das? Eine Luke? Da unten gibt es noch einen weiteren Raum. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich könnte mir die Wirbelsäule brechen. Ja. Presse? Das ist eine Perlenpresse. Ich glaube, damit werden Perlen gepresst. Nur so eine Vermutung. Ja, du bist ja ein scharfsinniger Beobachter. Was haben wir hier? Weitere Anzeigen? Die Werte auf den Anzeigen sind sehr beunruhigend. Nicht, dass aber nur, ja, weil ich... Okay, verstehe. Anzeige. Was haben wir noch hier unten? Kaputtes Zahnrad. Es ist in der Mitte durchgebrochen. Alles geht in die Brüche. Ja, aber wir haben die andere Brüche auch schon. So, kann ich euch zwei kombinieren? Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Mir fällt jetzt gerade irgendwie der Schraubstock ein. Allerdings bräuchte ich doch dann sowas wie eine Art Klebstoff oder so zwischen die beiden. Na, ich probiere das mal. Kann ich das Rad hier drehen? Oha. Oha, mehr sagst du nicht. Das ist eine Perlenpresse. Ich glaube, nur so eine Vermutung. Nur so eine Vermutung, ja. Dann gehe ich doch jetzt mal zum Schraubstock. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass Bando hier wäre, aber der scheint irgendwie beim Kohleschaufeln zu sein. Kann das sein? Ich meine, er muss ja eigentlich nur eine einzige Presse, Perle pressen, so rum. Hallo? Und hier rein? Und kann ich das hier machen? Aha. Aha. Schraubstock. Mein Kopf fühlt sich an, als sei er in so einen hier eingespannt. Nicht zu eingespannt sein. Kaputtes Zahnrad, hä? Es ist kaputt. Okay. Nee, das war's jetzt wohl nicht. Aber irgendwas kann ich so machen. Das ist klar. Halt. Okay, angucken. Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Du wolltest es vorhin zusammenschweißen, aber das wäre zu heftig. Ich brauche Feuer. Kann ich mir jetzt eine Kerze nehmen? Und eine von diesen Kerzen hier. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Was kann ich denn sonst noch machen? Spot, hilf mir mal. Was kann ich noch machen? Ja, natürlich. Spot. Ah, alles klar, oder? Feuerspot. Das war's. Ganz wortlos Zahnrad. Sehr schön. Das hast du gut gemacht, Spot. Ausnahmsweise mal. Ich würde sagen, das hast du ausgezeichnet gemacht, Spot. Wie üblich. So, Mechanismus. Na dann wollen wir doch mal sehen. Jetzt muss ich hier irgendwas machen.
Ah, jetzt kann ich die umsortieren. Mit dem Hebel kurz ziehen, um zu gucken. Ah, hier. Ah, verstehe. Ich verstehe. Ja. Kann ich dich eigentlich auch nehmen? Dich kann ich auch nehmen. Okay, jetzt musst du mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Okay, ich muss euch hier da nach unten durchführen. Okay. Mal dich dahin packen. Dahin. Dann dich. Vielleicht dahin? Geht nicht. Ob das funktioniert? Und dich hätte ich jetzt mal dahin getan. Geht nicht. So. Muss ich dich da rausnehmen und dahin. Und dich dann hierhin. Das sieht doch gut aus. Ziehen wir den Hebel. Den Schalter. Hallo? Los! Wow, geschafft. Sesam, öffne dich zur anderen Hälfte der Insel, wo die Yakis wohnen. Oh. Und die Eulen huhun. Und der Mond sehr schön scheint. Kerzen, würde wahrscheinlich wieder nichts sagen können. Oder was sagen, aber... Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an... Okay, Kerzen. Was haben wir hier? Eine Hütte, da wird der Mulakai, heißt er, glaube ich, wohnen. Und da geht's hier weiter. Gehen wir doch mal zur Hütte. Hallo? Ah, komm rein. Der hat übrigens eine sehr angenehme Stimme, der Mulakai. Auch, glaube ich, eine recht bekannte Stimme in Spielen. Bett? Mulakais Bett? Für das Bett eines Eremiten sieht es ganz schön bequem aus. Ja, aber dann, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Was war denn das hier? Eine Kerze mal wieder. Das ist eine von Mulakais Kerzen. Sie ist noch unbenutzt. Ob ich die wohl nehmen darf? Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja. Nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Ja, und es stehen ja sonst keine Kerzen rum. Gläser? Mulakai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Okay, das Bett. Gläser. Töpfe! Mulakai scheint in seiner Küche nur das immer noch besser als... Ja, aber Opa brachte zumindest gute Petroleumsuppe. Mulakai scheint in seiner Küche immer noch besser. Okay, dann schauen wir uns Mulakai mal nochmal an. Er ist in sein Spiel vertieft. Was spielt er denn da? Wir reden jetzt einfach mal mit ihm. Hoffentlich stören wir ihn nicht zu sehr. Nett hast du es hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung, aber du wiederholst dich irgendwie. Mhm. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Wie meintest du das vorhin? Ich habe Kalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? Du bist ganz schön unanständig zu dem armen Mulakai. Der ist doch nur ein Eremit und macht seinen Job. Wo finde ich Kalida denn jetzt?
Wo finde ich Kalida denn jetzt? Kalida ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. Genug von Kalida. Genug von Kalida. Wie du willst. Ich habe den Eindruck, ehrlich gesagt, dass Kalida in Wahrheit die Insel ist, aber was hältst du von Ruben? Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Ach, nichts. Was sollen all die Kerzen? Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Nein. Nein? Ach komm schon, es ist wichtig. Wir könnten alle sterben. Nur Stillstand ist der Tod. Merk dir das. Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Er spielt wohl Schach. Bewegung wäre ja auch Kalida zu wecken. Das würde uns auch aus dem Status quo rausbringen. Was spielst du da? Was spielst du da? Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Ach ja, das wollen wir doch mal sehen. Das ist mir zu kompliziert. Ich gehe mal noch mal... Bevor ich hier weitermache, mach mal weiter, komm. Ach ja, das wollen wir doch mal sehen. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung. So etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Leute, das ist ein Game. Das dauert natürlich jetzt etwas länger. Also waagerecht und diagonal, ohne sich gegenseitig zu schlagen. Leute, das wird aber schwierig. Waagerecht und diagonal. Also der stünde hier schon mal gut, der nicht. Auch die stehen hier schon mal nicht schlecht. Und wenn ich den hier nehme und dahin ziehe? Waagerecht? Leute, was das Rätsels Lösung ist zu diesem Spiel, das erkundschaften wir dann im nächsten Part von Let's Play The Whispered World. Ich hätte aber gesagt, könnte funktionieren, Leute. Gucken wir mal. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.